letzte freie Tat des Menschen war Mord. Genau wie seine erste freie Tat. Ihr seid kein Mensch mehr. Ich bin der Lichtbringer. Ich bin das verdammte Universum. Tja Leute, das war Alone in the Dark. Jedes Ende der beiden ergibt wieder zwei Möglichkeiten. Und es ist noch nicht mal wirklich ein richtig starkes Ende, weil wahrscheinlich haben sich die Entwickler dann eine Fortsetzung offen gelassen, die leider nicht kommen wird. Die Geschichte überhaupt mit Lucifer und dem allen drum und dran ist sowieso, finde ich, lässt viele Spekulationen offen. Jeder interpretiert das teilweise ein bisschen anders, wie es da gemacht wird. Ich will auch gar nicht damit anfangen, irgendwas zu behaupten. Aber ich finde, das ist ein interessantes Spiel. Die Story ist auch interessant, nur dass es eben der Abschluss eben ein bisschen, ja, nicht so gewollt ist, wie sie es gerne hätten, weil die Fortsetzung einfach fehlt. Und sagt mir einfach, wie ihr es findet. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Und jetzt sage ich mal ciao, auf Wiedersehen, Peace und viel Spaß mit dem Abspann. Bis denne!